Ich glaube, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Wegen Ausrüstung und so. Hier ist immer noch offen. Diesmal liegt hier aber nichts rum. Da kann man noch nicht rein. Ich lasse mal die Klappe offen. So viel dazu. Ich lasse mal die Klappe offen. Mal gucken, ob die dann... Hat das jemand versucht aufzubrechen? Ob die Klappe dann nach der nächsten Mission wieder zu ist oder offen bleibt? Wer hat es versucht zu öffnen? 0451. Okay, das Terminal ist repariert, wie ich sehe. Es gibt Munition, es gibt Munition für die Schrotflinte, die Sabot-Munition. Ich glaube, die Zugangsdaten, die habe ich sogar für das Terminal hier. Egal. Ich kann mich hier reinhacken. Kamera, 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 Kamera. Och, ist doch egal. Die tun mir ja nichts. Kann ich offen lassen. Anlassen, die Kameras. So, hier ist also nichts mehr. Da draußen kann ich immer noch nicht wieder hin, ne? Manderly's pleased that you followed orders. He wants to see. Okay. Werde ich jetzt befördert oder so? Ich schalte mal den Boost an. Was gibt's heute in der Zeitung? Präsident Meade stellt sich gegen den Kongress und kommt damit seiner Verpflichtung gegenüber den UN nach. Wie jeder Mieter müssen wir unsere Miete bezahlen. Woher nimmt ihr das Geld? Okay. We got the news. Nobody really believes it. Too bad about Paul. Guess that goes to show we can't be too sure of anyone. Ja. Oder vielleicht hat Paul halt doch recht. Wer weiß. Heilen kann ich mich beim Medibot? Ja, ich weiß. Agent Denton ist zugangsberechtigt. Also die Retina von Paul und mir ist offensichtlich verschieden, weil Paul würde jetzt hier bestimmt nicht mehr reinkommen. Hello, Agent Denton. Yep. Hi, JC. JC Denton, genau. Hier war letztes Mal ein Dietrich. Diesmal liegt hier Munition rum. Ah, hier war letztes Mal ein Basketball. Der ist da wieder. Den hat wohl jemand aufgeräumt. Munition egal, aber was? Achso, ja. Okay, dann werde ich die hier mal ablegen. Und wenn ich dran denke, nehme ich sie nachher wieder mit. So, gibt es irgendwas in meinem Büro? Das brauche ich nicht. Den Schock habe ich eh nicht. Ein Multitool. Oh ja, das. Brauche ich? Wie bitte? Unter meinem Schreibtisch liegt Zeug rum? Wie kommt das denn? Das ist hier cool. Lag das da immer schon? Oder lag da beim letzten Mal auch was? Finde ich ja gut. Der da darf natürlich wieder dahin. Boah, das flasht mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich muss mich ab sofort noch besser hier umgucken. Meine Biozelle. Ich habe da so einen kleinen Trick gesehen, dass man wohl von oben irgendwie manchmal da durchgreifen kann. Aber nein, das funktioniert nicht. Andererseits 25%. You should have surrendered. Make it easy on yourself, Jason. Behind the eyes, a sharp burning, almost electrical. How's your bioelectric limit? It's always at 100%. I like to stay prepared. That's probably it right there. Free radicals. You should charge your systems only when they've been significantly drained. Dann halt nicht. I wasn't informed of that. Leute, ich hab doch nur hier den Schrank geöffnet. Könnt ihr vielleicht hinten dran mal weggehen? Hallo? Mal gucken, ob sie böse sind. Ich speichere jetzt mal lieber nicht. Ist hier irgendwas? Oh, das geht so langsam auf. Ich habe es jetzt zweimal gedrückt. Wegen ungeduldig. Aber hier ist nichts. Und es war doch gerade der Regierungstyp wieder, der letztes Mal die Gefangenen verhört hat, von der Stimme her. Der gerade meinte, ich sollte mich ergeben.
Dietrich, sehr schön. Ist das was? Ne, ist noch ein Splitter. Kann ich den kaputt machen? Ja, da ist halt nichts drin. War ich nicht. Seid ihr immer noch hinter der Tür? Ja, sehr witzig. Ja, wahrscheinlich. What a blow. I don't know how we'll recover. It's almost like losing a son. I don't understand it myself, but we've got to go on. Is Manderly available? Go right in, JC. He has a lot to discuss. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich will mal kurz unter deinen Schreibtisch gucken. Da liegt nichts. Hast du wieder einen Schlüssel hier? Nein, ein Buch. Ja, das kenne ich schon. Ich kann mich nachher heilen und das ist kein Problem. Objective complete, sir. Good, good. Here's your op bonus as usual, 1000 for a flawless performance. You might be interested to know that your tenacity has impressed some very important people. Unter seinem Schreibtisch. I only wish to serve the coalition to the best of my ability. Unter seinem Schreibtisch steht Alex. I have high hopes for you, JC. You understand the importance of loyalty, don't you? Yes, sir. Well, that's what seems to be missing in your brother. I hope you'll understand why the Coalition has shut down Paul's augmentations and has activated the kill switch. Activated what? Yes. He's our enemy now. He's gone, JC. The Coalition wants you to understand that he's just another terrorist, like the ones that have died by your very hand this evening. Yeah. Can we really kill him? Nein. With the press of a button? Yes, and you too. So take these orders seriously. They're sending you to Hong Kong. What about Paul? Will I get to see him again? Please, just get your equipment and meet our pilot, Jock, at the helipad. You'll need to take out a man called Tracer Tong, Paul's contact in Hong Kong. Prove that they can trust you. JC, it's critical that they trust you. Okay, ich soll so tun, als würden sie mir vertrauen können. Aha. Sag mal, was hier an Waffenmodifikationen rumliegt. Das ist ja echt geil. Auf die Pistole. Moment. Laden. Auf schneller nachladen. Das geht auf die Pistole. Wow. Okay, also ich muss jetzt nach Hongkong. Und das Vertrauen der NSF gewinnen, so wie es scheint. Paul ist wohl ein ab sofort Gegner. Aber ich werde trotzdem meinen eigenen Bruder natürlich nicht töten. Hey Leute, ich will da rein. Was soll das? Geht doch mal da weg. Müsste ich mich da jetzt reinschieten oder. Ich weiß es nicht. Then what? Back to the same old routine. You won't give up, will you? Agent Denton. Nee, ich gebe nicht auf. Ich glaube, das ist immer noch genervt, weil ich im Klo war. Am Anfang, beim ersten Mal hier im Hauptquartier. Da hinten dran liegt nichts. Ich bin gerade echt so ein bisschen paranoid, dass ich irgendwelche Sachen übersehen könnte, weil hier fast überall was rumliegt. Hier ist nichts, oder? Ist da was hinten dran? Nein. Na, also die ganzen Türen bei den Einsätzen, die gehen durch mich durch, ohne Probleme. Aber die hier irgendwie nicht so. Nee, ich kann mich doch heilen hier. Was gibt's denn hier? Die ging jetzt wieder durch mich durch. Noch ein Implantatmodul. Wow. Ein Medikit. Und eine Biozelle, die ich aber nicht benutze. Ich kann mich ja draußen wieder aufladen. Nee, Blödsinn. Das war ja nur letztes Mal so. Vielleicht ist diesmal hier so ein Bot zum Aufladen. Medikit. Wo ist der Roboter? Medibot. Hallo Medibot, da bist du. Einmal alles heilen bitte, zum Mitnehmen. Und dann hätte ich gerne den ballistischen Schutz. Oder was macht das? Die reduzieren den Verlust bioelektrischer Energie bei EMP-Angriffen. Nö, ich will Schutz und Stichwaffen. Schutz vor Schuss und Stichwaffen. Und was ist das da? Tempoerhöhung laut losgehen. Ach so, das habe ich ja schon. Dann, kann es hier bleiben.
Und damit es keiner missbraucht, schließe ich wieder ab. Dummdi-dumm. Staubsaugbot. Oha. Ja, aber der ist nicht da drin, ne? Das ist ein Spiegel, ja. Agent Navarra is telling everybody you're the best recruit we've ever had. Cool, danke. We sure cleaned ass tonight. Ja. Ist natürlich schon klar, dass die UNEDCO nicht frei von Zweifeln ist. Also ich falle da jetzt nicht drauf rein. Ich spiele es nur so, dass ich den Terroristen entgegengesetzt bin, weil ich mir denke, so wie der Zwergesel bisher gespielt hat, wird er wahrscheinlich eher das Gegenteil tun. Und ich fände es einfach gut, dass man dann bei uns beide Varianten sieht. A terrorist. Wow. Well, I took out his boss. I hope that changes his mind. I wonder what it is he found out. Why he'd defect. He thinks he has proof of a conspiracy. Wild stuff, huh? I'd like to hear what he has to say. If you hear from him or if you find out where he is, don't worry about the info link. I'll erase the archives. You think he's right? Worth hearing him out. I've never known Paul to make a mistake. Okay. Kann er schweben? Na gut. Habe ich gerade zwei Multitools verschwendet für einen Dietrich, den ich nicht brauche? Ich glaube ja. Okay, gibt's hier unten noch was? Da war ja auch so ein Geheimfach. Einmal Licht. Sieht nicht so aus, ne? Ne. Wahrscheinlich gibt's hier nur einmal. Komm, fahr rein. Fahr rein. Fall runter. Ah, schade. Was? Achso, ich bin drüber gelaufen. Entschuldigung. Geheilt. Bin ich. Dann bräuchte ich jetzt noch meine Ausrüstung. Mit dem da will ich mal quatschen, bitte. Ich hätte gerne meine Bioenergie aufgefüllt. How are you holding up? Fine. I completed the mission objectives. You were ordered to assassinate a man in cold blood. It must have been difficult. Mm-hmm. Not if you pause for a second and think about who he was and what he stood for. It's a shame when a difference of opinion gets somebody killed. That's all I have to say about that. Every war is the result of a difference of opinion. Maybe the biggest questions can only be answered by the greatest of conflicts. Let's hope not, or we're on the brink of another world war. Speaking of which, tell me what you need. I'll load you up. Okay, ich habe eine Schrotflinte. Auch das habe ich. Dann nehme ich die Rakete. Like the big guns, huh? Hang on to this, baby. It's the last one I've got. Yippie! Oh ja, die Rakete. Der Raketenwerfer ist echt cool. Das muss ich schon sagen. Sehr mächtig. Außer, wie gesagt, gegen Personen. Weil man dann denen nichts mehr abnehmen kann. Not much happening down here, Agent. We had to execute the prisoners. Oh nein. Naja, andererseits habe ich genau das gleiche mit ihren Kollegen gemacht. Insofern darf ich mich da nicht wirklich groß beschweren. Moment, ich kann ja gar nicht mehr aufladen. Fällt mir gerade auf. Der Bot, der oben repariert hat, der ist ja nicht mehr da. Oder fährt da oben noch irgendwo einer rum? Nee, ich habe mich in der Mission gerade aufgefüllt mit der Energie. Mit dem habe ich gequatscht. Genau, ich muss jetzt wieder zurück zum Helipad. Ich will jetzt aber nochmal... Ach Leute, wie kriege ich das jetzt hin? Wie komme ich da jetzt rein? Vielleicht damit? Nein? Kann ich sie irgendwie... Da steht doch jemand hinten dran. Warum komme ich da nicht rein? Na gut. Dann eben nicht. Was habe ich da für ein Implantat? Ich habe doch die subkutane F3 ist das. Genau. Hab ich gerade gewundert, aber ja, das ist die Gewehrkugel da oben rechts. Das ist natürlich dann der ballistische Schutz. So long, Agent. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Also, für den da und Chasey. Nicht die Folge. Die Folge geht noch bis zum Helikopter.
We'll miss you, Agent. Ist hier nicht irgendwie... Ach, die Kamera da oben. Zwei Kameras. Warum werdet ihr mich vermissen? Ich komme doch wieder. Okay, Hongkong ist schon ein Stück. Das ist natürlich wahr. Bevor ich da jetzt hingehe, frage ich mich, ob vielleicht hier noch irgendwie eine Biozelle liegt. Nein, tut's nicht. Dann muss ich hier echt sparen. This area is off limits. Los geht's. I'm taking you to New York. New York? My orders are to go to Hong Kong. Your brother's in trouble. You need to meet him in Hell's Kitchen at the apartment. Okay. I'll let him speak for himself. He just wanted me to get you to the hotel. Okay. Also ich finde, ob er in Zeiten gewechselt hat oder nicht, mit meinem Bruder werde ich mich nicht gewalttätig anlegen. Ich werde ihn nicht töten. Egal, was meine Befehle sind. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Auch wenn ich tatsächlich ernsthaft glaube, dass die Medizin in Händen von Terroristen nicht unbedingt besser ist als in der Hand von Behörden. Battery Park. Wo war der Battery Park? Battery Park. Achso. Wie kam ich da noch gleich rüber zum Battery Park? Da wurde ich doch hingeflogen, oder? Hier liegt nichts rum. Paul, wo bist du? Viele Menschen, dass diese Stadt die Hölle ist. Kapitel 12, Jakobs Schatten. Was liegt hier oben? Futter. Soda. Was war's? 4, 3, 2, 1. Paul, wo bist du? Davon brauche ich gerade keine. Moment. Davon brauche ich sehr wohl Munition. Hä? Jetzt. Okay, was haben wir da? Multitools. Ja, davon brauche ich gerade ein paar. Ein Upgrade-Modul. Pedenten, Chameleon, das kenne ich schon. Da ist nichts. Das Implantat-Modul, also das Implantat-Upgrade hätte ich gerne. Und ich glaube, ich werde mit das hier auf Stufe 4 erhöhen. Ja. Das gönne ich mir. Denton, Chameleon. Keine neue E-Mails. Vielleicht irgendwelche andere Accounts. Weil er ist ja irgendwie auch nicht da, ne? Vielleicht ist er draußen vorm Zimmer? Glaube ich aber nicht. Ne, keine anderen E-Mail. Ach, da ist er doch. Da sitzt er doch. Ach, Mensch. Gucke mal. Ich mach mal eben wieder zu, damit dein Geheimversteck unentdeckt bleibt. Und hier wieder zu. So. Oh, ein Medikit. Ah. Is this kill switch real? What's it going to do to you? I'm afraid that's classified. Manderly said you're going to die. You've got to have God clearance to know. The nanites can be programmed for exponential growth. Ooh. There's a chopper that can take us to Hong Kong. You know Jock? First, you're the only one that can help. I need to send the NSF distress code. UNATCO tracked Lebedev to the other NSF bases, and to Silhouette in France. I came to get you out of here. JC, you've got to believe me. UNATCO takes payoffs. Silhouette, the other terrorist groups, they're our allies. You've done what you can for the rebels. Let's go. You want proof? Pay a visit to the NSF headquarters. Down in the basement, protected by booby traps, a data cube sits on the edge of a table. My report to the militia leaders. Here, I have a photograph of the building. It's a couple blocks to the west, behind the bar. And I suppose while I'm there, you want me to encrypt a signal with the NSF transmitter. Bypass UNATCO SIGINT. A lot of people could die. My friend Chad, for example, the leader of Silhouette. I'll check out the facility, but I can't promise I'll help the terrorists. Be ready to leave for Hong Kong when I get back. Mhm. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Aber ich glaube, diese Folge wird schon wieder viel zu lang. Deswegen speichere ich hier und einmal richtig. Und von wegen kann von Hochhäusern springen.
Das wollte ich jetzt nochmal ausprobieren. Bevor ich die Folge beende. Die Beschreibung des Implantats auf Stufe 4 sagt, ich kann von Hochhäusern springen. Wehe, das stimmt nicht. So, das hier ist offensichtlich ein Hochhaus, nicht wahr? Und das Implantat ist auf Stufe 4. Und auf Stufe 4 kann ich sogar von Hochhäusern springen. Wehe, das funktioniert nicht. Wehe, ich sterbe. Okay, ich kriege Schaden. Aber ich habe überlebt. Nicht schlecht. Also, bis zum nächsten Mal.